Ich stehe hier bei Guinan auf dem Parkplatz und werde gleich Matthias Klü, den Geschäftsführer von Guinan, treffen. Und ich hoffe, dass ich wirklich Neuigkeiten habe und etwas Schönes zu erzählen, wenn ich wieder rauskomme. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, ich war jetzt ungefähr 2,5 Stunden bei Guinan und habe mich unglaublich gut mit dem Matthias Klü unterhalten. Es war ein sehr, sehr kurzweiliges Gespräch. Wir hatten wirklich viel Spaß, haben uns sehr angeregt ausgetauscht und eine unglaublich sympathische Marke, ein unglaublich sympathischer Geschäftsführer. Richtig, richtig klasse. Ich bin super begeistert. Was haben wir vereinbart? Ich werde wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche noch einmal hinfahren und wir werden ein vielleicht auch etwas längeres Interview führen zum Bereich Uhren und alles, was uns so einfällt, als Fortführung des Gesprächs, was wir heute hatten, worauf ich mich irrsinnig freue. Ich werde die Möglichkeit haben, einen Blick in die Produktion zu werfen, in die Uhrmacherwerkstätten und werde auch die Möglichkeit haben, die ein oder andere Uhr vor Ort abzufilmen. Insofern wird doch so einiges noch kommen, auf das ich mich wirklich richtig, richtig freue. Als kleinen Teaser habe ich euch jetzt schon mal einige kleine Videosequenzen des Guinan World Timer Chrono 2020 mitgebracht. Eine Uhr, die auf 30 Stück limitiert ist und wahrscheinlich zum Sendezeitpunkt dieses Videos schon ausverkauft oder so gut wie ausverkauft ist. Trotzdem werde ich euch ein paar kleine Bilder und Videosequenzen dieser Uhr zeigen, weil ich sie wirklich gelungen finde und sie auch etwas unglaublich Außergewöhnliches und Seltenes ist. Bei Guinan ist es mittlerweile gute Tradition, am Todestag von Helmut Zinn eine Uhr vorzustellen, die einen sehr starken Bezug zu Helmut Zinn hat. So war es auch dieses Jahr. Dieses Jahr wurde die World Timer Chronograph vorgestellt. Es war ursprünglich in den letzten Jahren die Lieblingsuhr von Helmut Zinn und eigentlich fast immer an seinem Arm. Die Uhr wurde damals von Chronosport produziert und es sind nur zwei Modelle bekannt, die jemals in den Verkauf gegangen sind. Guinan hat das zum Anlass genommen, diese Uhr dieses Jahr neu aufzulegen in einer sehr stark limitierten Version von nur 30 Uhren. Die Uhr wurde sanft überarbeitet, die Schriftarten wurden vereinheitlicht, die Leuchtmasse wurde auf klar-weiß geändert und die arabischen Ziffern auf dem Ziffernblatt wurden etwas verkleinert, sodass sie durch die Totalisatoren nicht mehr angeschnitten werden. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40,6 mm, eine Bauhöhe von 15,2 mm und eine Anstoßbreite von 20 mm. Sie ist bis 200 Meter wasserdicht und hat ein Saphirglas. In der Uhr verbaut ist das nicht sehr oft genutzte Eta Vajou 7754. Ich hatte heute Nachmittag die Möglichkeit, einige kurze Videosequenzen der Uhr zu drehen, auch wenn sie höchstwahrscheinlich zum Sendezeitpunkt dieses Videos schon ausverkauft ist, halte ich sie für eine sehr, sehr interessante und toll gemachte Uhr und wollte sie euch nicht vorenthalten.